Einatmen für den Kick. Lachgas. Was hier so lustig aussieht, ist aber ganz schön gefährlich und kann schwere gesundheitliche Folgen haben, bis hin zur Querschnittslähmung. Bei Das Thema, euren exklusiven YouTube-News aus Hessen, geht es um Lachgas, Alkohol und Cannabis. Dazu ist jetzt der aktuelle Drogentrend-Report der Goethe-Uni für Frankfurt rausgekommen. Die Ergebnisse? Überraschend. Gleich mehr dazu. Vorher aber lernt ihr ihn kennen. Ich bin hierher umgezogen vor 8 Jahren. Aus Frankreich komme ich. Ich habe mich dann hier am Anfang ein bisschen alleine gefühlt und so. Ich habe auch alleine gechillt und in der Schule war ich auch allein. Und da habe ich dann mit dem Kiffen angefangen und seitdem ist es Routine geworden. Es ist nicht leicht, offen über dieses Thema zu sprechen. Verständlicherweise möchte er nicht erkannt werden. Meine Familie hat dann mitbekommen, dass ich kiffe. Das hat dann die Beziehung ein bisschen schwieriger gemacht, auch im Alltag. Ich hatte einen Führerschein, den habe ich jetzt verloren wegen dem Kiffen. Es macht schon viele Probleme. Man denkt, es löst die Probleme, aber es kommen immer noch mehr und mehr Probleme dazu. Dass das Drogennehmen unter Jugendlichen immer mehr verbreitet ist, zeigt auch der neue Drogentrend-Report für Frankfurt. Mehr als 1400 Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren wurden in der Studie gefragt, was sie für Substanzen im letzten Monat konsumiert haben. 51% gaben Alkohol an, ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu 2020. Relativ gleich geblieben der Konsum von Cannabis mit 17%. Und dann die Überraschung. Lachgas mit 5%, ein besorgniserregender Anstieg. Dieser überrascht sogar die Experten. Auf TikTok sind solche Videos seit Monaten haufenweise zu finden. Teils haben sie über 100.000 Likes. Jugendliche auf Lachgas. Auffällig war jetzt, dass es nach einem Peak, den es vor ein paar Jahren gegeben hat, eigentlich zurückgegangen war, aber jetzt plötzlich wieder angestiegen ist. Das heißt, es gab irgendwie wohl im letzten Jahr in Frankfurt einen gewissen Schub dass Jugendliche dazu motiviert waren, das auszuprobieren. Lachgas ist ziemlich einfach zu bekommen, ganz legal nämlich und auch noch günstig. Im Internet zum Beispiel. Lachgaskartuschen werden dort als Aufschäumer für Sahne angeboten. Das Gas wird beispielsweise über Ballons eingeatmet. Das benebelt. Ein Gefühl von Trance stellt sich ein. Nebenwirkungen dabei? Schwindel und Sturzgefahr. Aber es wird noch krasser. Sauerstoffmangel kann hinzukommen. Und das kann das Gehirn schädigen. Bei regelmäßigen Konsum können innere Organe und Nerven geschädigt werden. Die Gefahr von Lachgas wird leider viel zu oft unterschätzt. In anderen Ländern gab es mit Lachgas auch schon größere Probleme, allen voran die Niederlande, weshalb sie da jetzt den Verkauf eingeschränkt haben. Aber auch Cannabis ist weiterhin ein großes Problem. Für viele ist es die Droge, die sie als erstes nehmen. Wir treffen einen 18-jährigen Konsumenten. Auch er will anonym bleiben. Sein erster Konsum? Zufall. Ich habe Cannabis gefunden, also wirklich eine Tabakdose beim Fußballspielen. Das lag einfach in einem Gebüsch. Wir haben ein bisschen geraucht und vertickt und ja, so hat es angefangen. Mit 14 Jahren dann. Mittlerweile konsumiert er Cannabis mehrfach am Tag. Er sagt, er könne aufhören, wenn er wolle. Anderen dagegen fällt das Aufhören nicht leicht, erzählt Suchtberater Christian Vierling. Die meisten Menschen kommen wirklich wegen Cannabis. Es gibt wenige, wo das Hauptthema Alkohol ist oder wo sich's rausstellt. Also die kommen vielleicht wegen anderen Thema, wegen Cannabis-Thema oder wegen Kokain, Amphetamin. Und stellt sich heraus, ein großes Thema ist Alkohol. Einfach dann immer natürlich dann, wenn Alkoholkonsum im Spiel ist, sinkt natürlich dann die Impulskontrolle und dann wird schnell irgendwas anderes dazu konsumiert. Vierling hat eine App mitentwickelt, die Drogenkonsumenten helfen soll. Wo ich dann meinen Konsum eintragen kann, erfassen kann, was konsumiere ich überhaupt, wie viel konsumiere ich. Und in der Regel bewirkt das ja auch schon, dass man sich bewusst damit beschäftigt und dass ich weniger konsumiere. Doch was passiert mit Menschen, die regelmäßig Drogen nehmen? Darüber haben wir schon berichtet. Hier der Link zum Video. Vierlings App kann den Jugendlichen dabei helfen, sich andere Freizeitbeschäftigungen zu überlegen, die sie vom Drogenkonsum abhalten. Also wenn ich was verändern will, ist es natürlich dann noch wichtig zu gucken,
welche Sachen tun mir gut, welche Hobbys habe ich vernachlässigt, Interessen habe ich vernachlässigt, vielleicht irgendwelche Kontakte, die ich vernachlässigt habe, die ich dann irgendwie wieder aufnehmen kann. Menschen, die mich natürlich unterstützen können, ist immer sehr viel wert. Und natürlich jetzt allen Menschen zu erzählen, dass ich vielleicht Probleme mit einer Substanz gehabt habe. Und natürlich wichtig ist, nicht aufzugeben. Denn die befragten Jugendlichen gaben an, ein Grund fürs Drogennehmen sei auch, um den Alltag zu vergessen und abzuschalten. Lachgas, eine Partydroge, die von vielen noch immer unterschätzt wird. Weglachen kann man die Gesundheitsschäden hinterher nicht mehr.